Moin Moin, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute will ich euch das Grace-Modell vorstellen. Ich habe das schon mal in einem anderen Video erwähnt und heute ist das Video gekommen. Es ist schon eine ganze Weile lang her, dass ich mich mit dem Grace-Modell beschäftigt habe, aber es ist relativ simpel und ja, wir fangen einfach mal direkt an. Wir fangen mit Grace-Ebene 1 an. Also grundlegend, das Grace-Modell ist in 8 Ebenen eingeteilt und ja, ich fange einfach mal mit der ersten an. Ich habe hier auch eine Seite offen. Die erste Ebene nennt man auch die Überlebensebene. Ich nenne sie so. Ich stelle mir das gerne so vor, dass früher als Neandertaler, da hat man in der Grace-Ebene 1 gelebt. Das ist der pure Überlebenskampf. Was brauche ich? Ich brauche Nahrung, ich brauche Flüssigkeit, die ich zu mir nehme, ich brauche Wasser und ich brauche einen Schlafplatz. Das sind die Grundbedürfnisse. Beispielsweise, wenn wir uns die Pyramide nach Maslow anschauen, dann sieht man auch, ganz unten sind die Grundbedürfnisse. Genau. Das ist, es unterteilt sich immer in, wie nenne ich das, Solo-Team. Also das heißt jetzt nicht so, aber so erkläre ich das. Ihr werdet sehen, die erste Ebene ist eine Solo-Ebene. Du machst alles für dich alleine. Ich will, keine Ahnung, ich brauche für mich alleine Schlafplatz, ich kümmere mich erstmal um mich. Die zweite Ebene, zu der kommen wir jetzt, das ist die Sicherheit- und Zugehörigkeitsebene. Das ist eine Team-Ebene. Und es geht immer im Wechsel. Die dritte ist wieder eine Solo-Ebene und die vierte ist eine Team und immer so weiter. Gut, Grace-Ebene Nummer 2, Sicherheit und Zugehörigkeit. Ihr könnt euch das wieder mit den Neandertalern vorstellen. Was passiert, wenn ein Neandertaler jetzt seine Grundbedürfnisse gedeckt hat? Er trifft auf andere. Okay? Er bekommt mit, oh, wenn ich mich mit anderen kombiniere, dann bekomme ich an noch mehr Nahrung, an noch mehr Wasser und alles ist einfacher. Wie im echten Leben. Es ist halt einfach einfacher mit anderen Menschen zusammen. Da es eine Teamebene ist, kooperieren die und ja, kommen zu noch mehr Erfolg. Kommen wir zu Grace-Ebene 3, Macht und Kraft. Wie gesagt, es ist jetzt wieder eine Solo-Ebene. Die Menschen denken an sich. Was finden sie raus, wenn sie in Gruppen arbeiten? Es kommt zu Missverständnissen. Wie regelt man das? Früher hatte man noch gar keine Ahnung von Regeln. Das Faustrecht regiert. Der Stärkere gewinnt. Friss oder stirb. Okay? Das heißt, Leute, die stark waren, haben regiert und so haben sich auch langsam Kriege angezettelt und keine Ahnung, Könige haben sich gebildet und was weiß ich. Stellt es euch wie auf einem Schulgelände vor, wo, ich weiß nicht, ob ihr den Film Cross Zero kennt, richtig cooler Film, kann ich euch nur empfehlen. Es ist ein Schulsetting und ja, es kommt eines Tages ein Schüler von einer anderen Schule, der wechselt auf die Cross Zero Schule, ich glaube so heißt die Schule, und es geht ums Kämpfen. Der Typ fragt direkt, wer ist der Stärkste von euch und kämpft einfach gegen alle. Richtig cooler Film. Es gibt auch einen zweiten Teil davon, aber ich finde den ersten persönlich besser. Könnt ihr euch geben. Könnt ihr euch definitiv geben. Kommen wir zur vierten Ebene, Grace 4. Recht und Ordnung. Jetzt prügeln sich alle die Hirne weich, okay? So kann es natürlich nicht weitergehen. Grace 4 ist eine Teamebene, die Leute sagen, okay, wir brauchen wieder Struktur, also was brauchen wir? Regeln. Grace 4, wir haben Grace 4, ihr müsst euch, wenn wir das wieder auf die Neandertaler beziehen, wir sind einen riesenweiten Schritt gegangen. Grace 4 ist jetzt schon quasi letzte Generation, die wir hatten, so voller Bürokratie und wir brauchen Regeln, wir brauchen dies, wir brauchen das. Ihr seht, die Zeitsprünge sind enorm. Und es ist, ich würde sagen, wir befinden uns gerade am Ende der Grace 5 Ebene. Also wir kommen gleich zur Grace 6 Ebene. Aber wir gehen erstmal Schritt für Schritt voran. Ja, es ist eine Teamebene und Leute wollen zusammenarbeiten, wollen Regeln erschaffen. Wir sind eine Kultur, wir müssen
Zusammenhalten, wir sind Menschen, okay? So, all der Kram. Kommen wir zur Grace 5 Ebene, Gewinn und Leistung. Ich stelle mir das so vor, Grace 5 ist unsere Wirtschaft, unser Fortschritt, hey, was können wir erreichen? Das ist wieder dieses Solo-Denken. Ihr merkt, Grace 4, Team, Grace 5, Solo, Grace 6 ist gleich Team wieder. Wie erwirtschaften wir am meisten Profit, Effektivität? Da geht es um diese Begriffe. Das sind diese Leute, die dich abziehen wollen mit diesen Schnäbeln-Systemen und hey, komm auf unsere Seite, wir machen Profit, aber eigentlich denken sie sich nur an, also denken sie nur an sich selbst und sagen, komm in unsere WhatsApp-Gruppe und was weiß ich. Ja, finde ich nicht schön, aber man sieht, dass der Wandel der Zeit in die richtige Richtung geht. Und da kommen wir zur Grace 6 Ebene. Interessanter Fakt ist, ich finde, viele Leute bleiben in... Ich muss niesen. Okay, ich muss doch nicht niesen. Ich finde, viele Leute bleiben immer in einer Ebene stecken. Aber das Ziel im Leben ist ja die Selbstverwirklichung. Also sollte man alle Ebenen einmal durchgehen, bis man ganz oben ankommt und dann alles in sich verinnerlichen. Das wäre mein Idealziel. Und ich finde, ich bin gerade in Grace 6, eine sehr lange Zeit war ich da, bin da so förmlich stecken geblieben und bin jetzt Grace 7. Das Problem ist, wenn ich quasi in Grace 6 geboren bin, aufgewachsen bin, ich lebe von Grace 6, okay, für einige werden das nicht verstehen, einige schon, dann ist das Problem, ich habe nicht unten angefangen. Ich habe die unteren Ebenen vernachlässigt. Und das Sinn und Zweck davon ist, dass du etappenweise hochgehst. Du kannst nicht irgendwo starten und weiter hochgehen, ohne die anderen Ebenen unter dir gemeistert zu haben. Das wird nicht funktionieren, denn irgendwann wirst du auf Lücken treffen. Deshalb Leute, die... Nehmen wir da mal die Pyramide von Maslow, die ist quasi das Grace-Modell bloß viel, viel weiter abgekürzt. Unten hast du Grundbedürfnisse, okay? Das ist Überleben. Dann hast du, ich glaube, Sicherheitsbedürfnisse, oder? Dann hast du hier, das hast du auch hier, Grace-Ebene 2, Sicherheitsbedürfnisse. Dann kommen irgendwann die sozialen Bedürfnisse. Das ist auch in Grace-Ebene 2 mit drin. Was hast du noch? Dann hast du Wertschätzung bei der Maslow-Pyramide. Und irgendwann hast du halt Selbstverwirklichung. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich den Punkt jetzt abgehakt habe, den ich eigentlich sagen wollte, aber naja gut. Kommen wir zur Grace Ebene 6, okay? Grace Ebene 6, Team und Gemeinschaft. Ihr merkt, 5 Solo-Ebene, 6 Team-Ebene. Warum habe ich das Gefühl, dass ich in Grace 6 aufgewachsen bin? Was meine ich damit? Leute, die sensibel sind, die leicht getriggert werden, diese Menschen, glaube ich, neigen eher zu Grace 6. Man kann das genauso sehen mit den Enneagramm. Enneagramm sind so Typ 4 oder Typ 9. Das sind Leute, die nicht viel Stress wollen. Die wollen Harmonie. Die wollen einfach nur chillen. Die wollen eigentlich nur das Beste für alle und für sich selber auch. Und ja, Grace 6 ist eine soziale Ebene. Deswegen ist es auch eine Teamebene. Leute sollen in Harmonie leben. Das ist so früher das Hippie-Leben gewesen. Da stelle ich mir das so ein bisschen vor. Also ich glaube, da gab es auch sehr viel Stress und all was. Die haben das halt nur mit Drogen hervorgerufen, aber man kann ja nicht alles mit Drogen lösen. Aber so wie ich das sehe, Corona hat uns bewiesen, dass der Fokus jetzt mehr auf Grace 6 gelegt wird, auf diese soziale Ebene, alle miteinander, kein Solo-Spiel mehr. Und ich find's gut. Ich find's gut, wie sich die Situation entwickelt. Gut. Kommen wir zu Grace 7. Grace 7 ist wieder eine Solo-Ebene. Das ist Freiheit und Lernen. Grace 7 stelle ich mir wie eine Bibliothek vor, okay? Du hast dich connected. Du gehst ständig mit deinen Freunden raus und du hast Spaß und alles ist in Harmonie. So kann es ja nicht ewig weitergehen. Das ist eine Traumvorstellung. Wir wollen ja auch Fortschritt haben. Aber das ist ein anderer Fortschritt als in der Grace 5 Ebene. In Grace 5 geht es nur ums Geld. Produktivität, Effektivität, Geld.
In der Grace-7-Ebene geht es um Wissen, also Freiheit und Lernen. Wie ereigne ich mir. Nee. Wie war das Wort? Wie eigne ich mir Wissen an, okay? Das heißt, stell dir vor, du gehst in die Bibliothek und stöberst alle Bücher durch. Das ist deine Freiheit, das ist dein Lernen, das ist deine Solo-Ebene. Du eignest dir Wissen an zu bestimmten Themen, die dich interessieren, und du lebst dein Leben, okay? Gut, kommen wir zu Grace-Ebene 8. Das Video ist auch gleich vorbei. Keine Sorge, ihr habt es geschafft. Grace 8 ist Nachhaltigkeit und globale Einheit. Solo-Ebene, Grace 7 war eine Solo-Ebene und jetzt kommt die Grace 8-Ebene. Natürlich ist sie eine Team-Ebene. Viele streiten noch, dass es noch weitergeht, dass es nochmal eine Grace 9-Ebene gibt und so weiter. Aber wir bleiben erstmal bei den normalen Grace-Ebenen und Grace 8 ist, stellt euch vor, ihr Nephiots sind Grace 8. Also ein gesunder, vollendeter INFJ, so stelle ich mir Grace 8 vor. Kümmer dich um die Welt, kümmer dich um die Natur, sorg für Nachhaltigkeit, sorg dafür, dass alle in Harmonie leben, aber auch voranschreiten, auch mitdenken, auch lernen und was auch immer machen. Wenn wir es zusammenfassen könnten, ich weiß nicht, ob ich das noch packe, wir haben nicht mehr so viel Zeit. INFJ, Grace 8. Also ihr stellt euch immer das Bestmögliche vor, okay? Grace 7, 5 vielleicht. Grace 6, das sind INFPs. Grace 5, das sind Dreier. Grace 4 sind so ISFJs, ISTJs, ja, glaube ich. So in die Richtung. Grace 3 sind Achter zum Teil, ja. Viele Achter, glaube ich. Grace 2 sind Zweier, ganz klar. Und Grace 1, das sind ISTPs, könnte man sagen. Okay, ich habe jetzt Enneagramm und MBTI zusammengemixt, aber das ist mir eingefallen. Ich beende das Video jetzt.